Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Video. Das war komisch. Ja, ich weiß, wir haben immer gesagt, im Moment wollen wir noch nicht mit YouTube anfangen. Jetzt wollen wir es doch. Ganz einfache Sache. Also, falls ihr uns noch nicht kennt, ich denke schon, weil wenn man uns kennt, dann glaube ich nur von TikTok. Ich bin Lori, Ich bin Lupo. aka Johnny. Viele verstehen das nicht. Und wir machen seit knapp einem Jahr TikTok. Wir sind ein Paar, wir sind keine Geschwister. Ja, und heute gibt es ein Q&A. Ach ja. Und wir dachten uns an die Leute, die uns noch nicht so gut kennen oder um uns ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir ein Q&A und beantworten eure Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Welches deiner Piercings hat beim Stechen am meisten wehgetan? An die Leute, die es nicht wissen, ich hatte schon ein paar Piercings. Also momentan habe ich nur noch Nase, Zunge, Helix und Bauchnabel. Ich hatte aber noch ein Surface und ein Septum. Das Surface war definitiv das, was am meisten wehgetan hat. Okay, nächste Frage. Kinderwunsch. Momentan habe ich definitiv keinen Kinderwunsch. Und ich denke mal, er genauso wenig, Auf gar hoffe keinen ich. Fall, auf gar keinen Fall. Ja. Also, irgendwann in 10 Jahren Ja, wir bestimmt, haben auf auf jeden jeden Fall Fall. noch Zeit. Aber jetzt nicht. War der Toxische in der Kennenlernphase? Willst du das nicht vielleicht beantworten? Ich glaube, das war ein Mix. Ich war der Toxische in der Kennenlernphase. Er war so toxisch. Wie wurdest du so selbstbewusst? Früher hatte ich wirklich gar kein Selbstbewusstsein, wirklich gar nicht. Aber es ist leider so, dass man, wenn man mit Social Media anfängt, ein gewisses Selbstbewusstsein haben muss, weil sonst machen euch die ganzen kleinen Leute. Die ganzen kleinen Internet-Rambos so fertig, das ist unglaublich. Auch weil immer alle sagen, ja, du bist im Internet, du musst mit Hate umgehen. Nein, muss ich nicht. Nee, auf Ich keinen muss Fall. nicht, man muss mit Kritik umgehen können, ja, das definitiv. Es hat aber auch nichts damit zu tun, ob man im Internet tätig ist oder nicht. Nur weil man im Internet ist, bedeutet es das nicht, dass man damit klarkommen muss, wenn fremde Menschen sich das Recht nehmen, einen zu beleidigen. Ich glaube, das war sehr gut erklärt. Was macht ihr beruflich? Ja, ich mache eine ganz normale Ausbildung zur Pflegefachkraft in einem Krankenhaus. Genau, und ich gehe noch zur Schule. Mit wie vielen Jahren habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Ich bin ja 1,5 Jahre älter als Gianni. Und wir haben uns kennengelernt, als Gianni 11 war. Und ich war 12 oder 13. Ja. Gibt es eine Roomtour? Ja, irgendwann, wirklich, es gibt, also ich bin ja von zu Hause ausgezogen, das wissen ja vielleicht ein paar Leute. Es wird eine Roomtour geben, wenn alles fertig ist, was noch dauern kann. Ja. Wie würdet ihr den anderen in 3 Wörtern beschreiben? Also ich fange an. Sympathisch. Also wenn man sie kennt, wenn nicht, dann ist sie unsympathisch. Also ich kann nicht verstehen. Aber wenn man sie richtig kennt, dann auf jeden Fall sympathisch. Ich würde sehr liebevoll und extrem tier- und kinderfreundlich an süße Kinder. Ich muss dich auch noch beschreiben. Jetzt hast du nur positive Sachen gesagt. Gianni ist ein extrem lustiger Mensch. Wirklich, er bringt einem immer zum Lachen. Er hat einfach einen Knacks in der Birne. Also wirklich, er ist wirklich sehr, sehr lustig. Er ist unfassbar unordentlich. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen unordentlichen Menschen getroffen. Aber er ist auch extrem, extrem liebevoll. Er ist sehr hilfsbereit. Er ist ein sehr, sehr hilfsbereiter Mensch. Gestern wurde er von einem Opi in der Stadt abgeknutscht, weil er ihm geholfen hat, seine Jacke auszuziehen. Das ist kein Spaß. Er wurde wirklich abgeknutscht. Was erwartet ihr von euch gegenseitig in der Beziehung? Ich erwarte in einer Beziehung grundsätzlich immer Ehrlichkeit und Loyalität. Ehrlichkeit, Loyalität, Vertrauen. Glorreiche Kindermemories von euch. Komplett verrückte Geschichte, ehrlich. Also ich und meine Schwester haben uns fast in die Hosen gekackt. Ich schon, Lorena kennt die Story Ja, schon. Ein großes Haus und das war generell schon, das Haus war so gruselig, ne? Immer irgendwas gehört und sonstiges. Und wir waren alleine zu Hause. Ich war 10, 19, so ungefähr. Und wir saßen auf der Couch und haben einfach Filme geguckt. Einmal klingelt das Handy von meiner Schwester. So unbekannte Nummer. Und ich schwör's euch, ich gehe nie an unbekannte Nummer ran, meine Schwester genauso wenig. Aber an diesem Tag ist meine Schwester dran gegangen und wir hatten so 23 Uhr, 0 Uhr. So. Und meine Schwester geht ran. Ja, hallo.
Auf einmal. Ja, hallo. Sind eure Eltern zu Hause oder seid ihr alleine zu Hause? Schon ihr gesagt, wisst ihr? Wir kriegen so richtigen Knacks. So von wegen, ja, wir sind nicht alleine, ne? So sicher und sonstige Sachen. Wir hatten so Paranoia, weil wir dachten, ey, irgendwer kommt gleich. Wir haben meinen Vater angerufen, ey, irgendwer hat gerade angerufen und sonstigen Scheiß. Ja, im Endeffekt kam keiner. Wir waren weiter alleine zu Hause, hatten Paranoia des Todes, haben die ganze Zeit irgendwelche Sachen gehört und wir wissen bis heute nicht, wer angerufen hat. Ich habe eine lustige Story. Da war ich. Oh, ich glaube, du kennst die Story auch schon. Ich glaube, da war ich 8 ungefähr. 8 müsste es gewesen sein. 7 oder 8. Und ich hatte so ein Spieltablet, was ich manchmal halt zum Spielen haben durfte. Und das ist mir dann mal runtergefallen. Und das ganze Display war kaputt. Und ich hatte so Angst, dass ich Ärger bekomme. Also habe ich es niemandem gezeigt, dass es kaputt ist. Und meine Schwester war halt zu dem Zeitpunkt, also wenn ich 7 oder 8 war, war sie so 2, 3. Keine Ahnung. Und dann habe ich ihr das Tablet umgekehrt, natürlich, nicht mit dem kaputten Display, ne, sondern umgekehrt, in die Hand gedrückt, meinte, halt mal. Und dann bin ich so gegen sie gelaufen, hab so mit meinem Ellbogen nochmal das Tablet mit Absicht auf den Boden gehauen und meinte dann, oh Mann, Sophia! Und hab die voll angeschrien. Und damit halt meine Mama reinkommt und denkt, dass sie das kaputt gemacht hat, damit ich keinen Ärger bekomme. Und sie war halt klein, deswegen hätte sie halt so oder so keinen Ärger bekommen. Ja, im Endeffekt hat meine Mama gecheckt, dass ich das nur so getan habe. Und sie meinte, dass ich keinen Ärger bekommen hätte, wenn ich es nicht auf meine kleine Schwester geschoben habe. Ich habe aber nicht viel Ärger bekommen. Snitch! Was würdet ihr tun, wenn ihr einen Tag im Körper des anderen wärt? Ein Ich glaube, ich würde den ganzen Tag einfach pissen. Ganz Ja, ich würde anspruchsvoll. einmal im Stehen pinkeln. Wie heißt dein Freund richtig? Bin immer verwirrt, ob Lupo oder Gianni. Reingenommen heißt ich eigentlich Gianluca. Also Gianni erklärt sich ja von selber, warum das sein Spitzname ist, aber erzähl mal Ja, bitte den und Hintergrund hinter Lupo. Lupo hat mich halt immer mein Papa gerufen, schon seitdem ich klein bin. Und ja, mit der Zeit kam das dann und jetzt mittlerweile nennt mich eigentlich so gut wie jeder einfach nur noch Lupo. Außer ich nenne immer noch Gianni. Wann seid ihr zusammengekommen? Datum. Am 16.12.2021. So sieht's aus. Zu dem Zeitpunkt kannten wir uns schon 3 Jahre tatsächlich. Was habt ihr bei eurer ersten Begegnung über den anderen gedacht? Also, wir kennen uns ja eigentlich ganz streng. Tut mir leid, wenn ich mir die ganze Zeit durch die Haare gehe. Das ist, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinen Händen machen soll. Es tut mir leid. Bitte kompliziert einfach nicht. So. Warte mal. Achso, wir kennen uns ja seit 2019, haben aber uns 2021 erst das erste Mal richtig face-to-face gesehen. Auch nicht bewusst, also wir haben uns nicht bewusst getroffen, sondern ich war mit einem ja, Bekannten unterwegs und er war mit seinem besten Freund unterwegs und die kannten sich halt, also die Jungs kannten sich, waren auch befreundet und ja, so haben wir dann zusammen gechillt. Also ich muss sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn absolut nur beachtet. Er ist mir weder aufgefallen, noch habe ich ihn erkannt. Also wir kannten uns ja schon, aber ich habe ihn nicht erkannt. Er ist mir nicht aufgefallen. Wir haben so gechillt. Wir haben, glaube ich, nicht viel miteinander gesprochen. Ich war eher mit, ne, am Labern und du halt mit den drei, also mit den beiden zusammen. Ihr wart so ein bisschen zu dritt und ich war halt als Mädchen in unserem Restaurant, dachte mir so, Hilfe. Ja, und was dachtest du? Also erst habe ich die auch nicht erkannt, bis mein bester Freund halt, die kennt sich auch schon seit dem Kindergarten, bis er mir halt gesagt, wer das ist. Bei mir im Kopf war einfach nur, also ich schwöre jetzt echt auf alles, also ich habe mir einfach nur wow gesagt, so, weil die hat sich auch halt einfach in den 3 Jahren krank verändert, so weißt du, wie ich meine? Und dazu muss man sagen, dass er 2019 schon einen kleinen Crush auf mich hatte. Genau, also nächste Frage. Wie war deine Schulzeit bis jetzt? Also ich muss sagen, ich habe an meine Schulzeit sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Klar, es gab immer diese Kinderstreits und diese Zickenkriegs in der 5., 6. Klasse, wo die eine der anderen den Freund aufspannt und ne, ihr wisst, was ich meine. Oder die will nicht mehr meine beste Freundin sein. Aber ich habe an meine Schulzeit wirklich schöne Erinnerungen tatsächlich. Es war lustig. Im Nachhinein hätte ich, glaube ich, viele Dinge anders gemacht und mich auch anders verhalten. Ich war schon ein ziemlicher Mitläufer.
Dazu muss ich sagen, dass mir nach meiner Schulzeit, jetzt vor kurzem sogar noch, so viele geschrieben haben, dass ich so der Main Character war. Oder so, dass halt voll viele so sein wollten wie ich. Was mich halt so voll schockiert hat, weil ich habe mich selber nie so gesehen. Es war auch nicht so, dass ich andere ausgegrenzt habe oder so, aber ich wollte halt einfach mal dazugehören. Am Ende meiner Schulzeit ist was sehr Heftiges passiert, was ich jetzt hier aber nicht erwähnen möchte. Das war. Ja, das hat alles nochmal so ein bisschen. Dadurch hat man nicht so einen schönen Abschluss gehabt. Ich habe auch mit den Leuten aus meiner Schule, mit vielen Leuten, mit meinen besten Freundinnen, nicht mehr wirklich Kontakt. Aus meiner Schulzeit, wirklich so aus der Unterstufe, jetzt kriegt ihr jetzt nicht von der Oberstufe, sondern 5., 6., 7., 8., 9., 10. Klasse, habe ich mit zwei Leuten noch Kontakt. Meine Schulzeit bis jetzt, also ich muss sagen, war ganz chillig. Also genauso wie Lorena eigentlich gesagt hat. Also würde ich jetzt nochmal alles von Anfang an machen, würde ich auch einiges einfach ändern. Auch mein Verhalten einfach in der Klasse. So, ihr wisst ganz genau, so kein Bock zu lernen und das. Aber ansonsten war eigentlich meine Schulzeit ganz chillig. Ich hatte bis jetzt noch keine großen Probleme. Hattet ihr schon mal eine richtig krasse Streitphase? Ich würde sagen, nein. Also nicht in unserer Beziehung, so eine Kennenlernphase war ja einfach sehr toxisch und dadurch auch halt sehr oft Streit gehabt. Aber so, seitdem wir zusammen sind, so eine Streitphase gab es eigentlich nicht. Nee, ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass wir unsere Kennenlernphase ging. Kennenlernphase, wir kennen uns ja schon, aber ihr wisst, was ich meine, so dieses intensivere Kontakt, um etwas aufzubauen. Ging sehr, sehr lange. Knapp fast ein halbes Jahr tatsächlich. Ja. Ja, bis wir dann wirklich so offiziell zusammen waren, hat es echt ein bisschen gedauert. Was aber, also in dem Moment war es die Hölle für mich, weil es für mich wirklich sehr, sehr schwer war. Für ihn eher weniger, aber er hat es mir wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Im Nachhinein ist es sogar ganz gut, weil wir sehr, sehr viel schon daraus gelernt haben. Wir haben uns vorher wirklich nur gestritten in dieser Kennenlernphase. Mittlerweile streiten wir uns einfach nie, weil wir einfach gelernt haben, dass es so, so wichtig ist, immer über alles zu reden, Verständnis aufzubringen, natürlich auch für seinen Partner, dass man sich auch mal selber die Schuld eingestehen muss und ja, dass man einfach über alles redet. Auf jeden Fall. Sobald einen die klitzekleinigkeit stört, sollte man einfach darüber vernünftig reden. Kleine Werbeunterbrechung. Nimm's samtig weich. Nimm Tempo Taschentücher. Das schneidest du raus. Länger. Ist Intimität wichtig und schweißt es zusammen? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Mhm. Also, ich würde nicht sagen, dass Intimität in einer Beziehung zwingend notwendig ist, um eine gesunde Beziehung zu führen. Ich finde es auch voll und ganz okay, wenn jemand sagt, er möchte bis zur Ehe warten oder er möchte warten, bis er, keine Ahnung, 20 ist, 25, ne? Ja. Also ich finde, es ist nicht unbedingt sehr wichtig. Allerdings finde ich schon, dass Intimität nochmal auf eine andere Art und Weise sehr zusammenschweißt, weil man dem Partner nochmal auf einer ganz anderen Weise vertraut, weil man dieses Wohlfühlen miteinander nochmal auf eine ganz andere, also das ist nochmal was ganz, ganz anderes, total schwierig zu erklären, aber auch für den Charme. Also ich muss sagen, anfangs habe ich mich vor ihm ultra geschämt und diese Intimität wurde einfach auch wichtig dafür, dass mir vor ihm nicht mehr viel unangenehm ist. Also mir fällt tatsächlich, glaube ich, nichts mehr ein, was mir vor dir jetzt unangenehm ist. Ja, ist einfach so. Also es schweißt schon sehr zusammen, würde ich sagen. Keine Ahnung, wenn ich ihm jetzt ins Gesicht kotzen würde, das wäre mir wahrscheinlich schon unangenehm. Aber normale Dinge. Bombastic Side-Eye. Wollt ihr mal in ein anderes Land auswandern? Niemals. Laurie nicht, ich würde auf jeden Fall. Ich würde auswandern, wenn ich im Lotto gewinnen würde und reich wäre und unsere komplette Familie mitnehmen würde oder könnte, dann würde ich auswandern. Aber ich würde nicht, keine Ahnung, ich könnte nicht nach Spanien ziehen und meine Familie hier lassen. Okay. Er schon. Nein. Das hast du gerade gesagt. Nein. Auf jeden Fall, wenn ich reich wäre, würde ich auf jeden Fall auch nach Spanien. Wo soll die Theorie? Aber wenn wir auswandern würden, dann nach Spanien. Oder? Ja. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Also, wenn du mir die Frage vor 2 Monaten gestellt hättest, hätte ich dir keine Antwort darauf geben können. Mhm. Mittlerweile
sehe ich mich hoffentlich in 10 Jahren als examinierte Pflegekraft, eventuell sogar schon eine weitergebildete Wundheilexpertin oder ähnliches. Hä? Schön wäre es natürlich dann auch schon mit dir, also verheiratet zu sein, genauso wie in einem Haus zu wohnen, mit einem Hundi und einer Katzi und, und Schweinchen und Affen und allem drum und dran. Okay, damit ist die Frage auch beantwortet jetzt, was Lorena für Haustiere will. Ich will am liebsten ganzen Zoo. Küken. Und eventuell noch nicht unbedingt vielleicht ein Kind haben, aber in Kinderplanung sein. Ja. Ja, ja. Ich möchte nicht so früh Kinder, tatsächlich. Anfang 30. Ende 20, Anfang 30 ist gut. Gleich ein? Also ich muss euch ehrlich sagen, was Berufliches angeht, also bin ich mir noch nicht zu 1000% sicher. Ich will auf jeden Fall einen gut bezahlten Job haben. Das will jeder. Ansonsten sehr gerne auch halt in einem Haus, verheiratet, Kinderplanung, wenn nicht sogar schon ein Kind. Bombastic Side-Eye. Was waren die Reaktionen eurer Eltern, dass ihr zusammengekommen seid? Also, ich erzähle zuerst, ne? Ja, bitte. Bei mir war es schon so, dass meine Mama ihn kannte. Wir sind im Dezember 2021 zusammengekommen und im August 2021 hat meine Mama ihn schon kennengelernt. Und ich habe ihn halt als einen guten Freund vorgestellt. Und irgendwann, als es dann so offiziell war, bin ich dann irgendwann, nachdem er nach Hause gegangen ist, ganz lächelnd ins Wohnzimmer, wirklich grinsend, strahlend ins Wohnzimmer so reingekommen. Dann hat sie mich angeguckt und meinte so, seid ihr zusammen? Und ich so, ja. Und dann meinte sie so, oh, bist du verliebt? Und dann wollte sie anfangen, über Verhütung zu reden. Das war die Reaktion meiner Mama. Ja, bei mir war ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt los war. Auf jeden Fall bin ich meine Treppen hier runtergelaufen. Ich habe so meine Mutter angeguckt. Ich habe ihr so gesagt, boah, ich habe mich wirklich verliebt und sonstiges. Und mein Vater saß auf der Couch und dreht sich um und fängt voll an, mich auszulachen. Ne? Dann hätte ich einen abgelacht, ey, das glaubt ihr nicht. Ich schwör auf alles. So. Und dann meinte ich so von wegen, ja, wir sind zusammen jetzt und bla bla bla. Die haben sich gefreut. Mein Vater hat mich immer noch ausgelacht, meine Mutter hat sich gefreut. So. Und meine Mutter kannte Lorena schon von Bildern, so. Aber noch nicht persönlich. Wie hat sich euer Leben seit Social Media verändert? Ich muss euch sagen, ich würde jetzt behaupten, wir haben schon eine kleine Reichweite. Und ja, auf TikTok. Auf TikTok. Und es hat schon sehr, sehr viel verändert. Sehr, sehr viel. Man hat einfach viel weniger Privatsphäre. Man wird sehr runtergezogen. Es wird. Das ist ja gerade voll die Depri-Stimmung hier. Dass man halt natürlich schon die ein oder anderen Vorteile hat. Wie kostenlose Sachen. Da bin ich ganz offen und ehrlich, ne? Es wollten uns am Anfang wirklich sehr, sehr viele Leute trennen. Natürlich hat Social Media echt negative Seiten, weil dir so viele Menschen einfach nichts gönnen und dich am liebsten löschen würden. Aber es hat auch sehr viele positive Seiten, weil diese negativen Menschen einen teilweise so viel stärken und so selbstbewusster machen, weil man sich denkt so... An euch gegenseitig eine Na, hör mal! Wenn ihr an euch gegenseitig eine Charaktereigenschaft ändern könntet, welche wäre es? Dass Lorena nicht sofort auf 180 losfährt und wie so eine Zicke und du dann nach 20 Minuten wieder ankommst, das wäre nichts gewesen. Pardon? Ich sag ja nur. Ja, ich bin sehr temperamentvoll. Mein Bein liegt ein bisschen falsch. Ich drehe mich um, ciao, nein. Und 20 Minuten später. Ja, es war ja nichts gewesen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, ich fahr wirklich sehr, sehr schnell hoch. Ja, wenn ich was an ihm ändern könnte, ist es wirklich seine Unordentlichkeit. Ich glaube, man merkt, dass mich das voll stört. Also,
Es wird sich bestimmt noch ändern, Leute. Hoffen wir, weil wenn das so bleibt und wir irgendwann zusammenziehen, dann nimmt das kein gutes Ende. Dann schmeiße ich den irgendwann vom Balkon oder so mit seinen Sachen hinterher. Ist ja auch eine Option. Werdet zuerst Gefühle für den anderen. Definitiv. Auf jeden Fall. Braucht man gar nicht so lange drüber Nee. reden. Ich war nach einer Woche schon komplett obsessed mit ihm und habe die Hochzeit geplant. Jetzt bin ich der, der die Hochzeit plant. Das hat sich ein bisschen falsch angehört, Leute. Wart ihr schon mal im Urlaub? Also, wir waren beide schon mal im Urlaub. Ich denke, es war jetzt eventuell damit gemeint, ob wir schon mal zusammen im Urlaub waren. Letztes Jahr waren wir zusammen in Italien. Ja, wir waren letztes Jahr zusammen in Italien bei seiner Familie und dieses Jahr fahren wir zusammen nach Kroatien mit meiner Familie. Und nächstes Jahr, das ist so ein kleiner Wunsch von mir, ob das wirklich so ist, werden wir noch sehen. Aber ich würde nächstes Jahr eventuell gerne mit ihm nach Spanien alleine oder in die Türkei. Wann habt ihr Geburtstag? Ich habe Geburtstag am 10.07.2005. Und ich am 19.3. Werdet ihr jetzt regelmäßig YouTube-Videos hochladen? Also, es ist halt wirklich so, dass wir versuchen, gerade momentan, weil ich ja auch umgezogen bin und so, es ist halt wirklich sehr, sehr viel noch Chaos und Privatleben. Ich bin jetzt in der Ausbildung. Wie gesagt, meine Ausbildung ist momentan meine erste Priorität. Und deswegen muss ich sehr, sehr viel lernen, genauso wie er für seine Schule sehr, sehr viel lernen muss. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das schaffen. Ich möchte keinesfalls durch YouTube oder durch Social Media mein Privatleben irgendwie negativ beeinflussen oder hinten anstellen. Deswegen, wenn das passt, wir versuchen es, würde ich sagen, so einmal die Woche vielleicht, wenn es nur ein Vlog ist. Das Drehen vom Video ist auch gar nicht das, was lange dauert, sondern eher das Schneiden. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber je nachdem, wir versuchen es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, wie gesagt. Und ihr müsst zeigen, dass ihr Bock habt. Wallah doch. Nein. Ich schwöre auf meinen. Ich bin ein Hund, wenn du das nicht rausschneidest. Mama, Verstehst du dich mit Lubus Familie? ich liebe Lukas Familie. Ich liebe Jennys Familie wirklich. Über alles. Ich fühle mich super wohl hier. Ich habe mich schon direkt von Anfang an super wohl gefühlt. Lukas Familie sind so herzliche und gesellige Menschen einfach. Die empfangen wirklich jeden auf den Namen. Ja, das hast du schon. Leider ist mein Akku leer gegangen und wir haben es nicht mehr geschafft, ein Ende zu drehen. Ich bin jetzt aber schon wieder zu Hause. Ich wollte jetzt trotzdem noch so eine kleine Verabschiedung machen, weil sonst wäre komisch. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt gerne Videowünsche in die Kommentare, was ihr euch für die nächsten Videos wünscht, außer Vlogs und eine Roomtour bitte. Ja, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal. Und das war's. Wie bei einem YouTube-Video. Keine Ahnung. Tschüss.